Oh fuck. Das war auch krass. Er hat mich irgendwie voll in die falsche Richtung umgehauen. Cool ist er aber immer noch nicht. Nur weil er wehrlose Katzen angreift. Das darf nur ich. Oh, es geht mir so auf den Sack, dass dieses dumme Viech immer diesen absolut unnötigen Angriff macht. Das finde ich das Geile an Monster Hunter Freedom Unite. Irgendwie gibt es hier so einen Bug, wenn man vereist ist und dann sprintet, verliert man keine Ausdauer. Wer mal oben auf den Bildschirmrand guckt, der wird es merken. Bäh, fuck. For Honor. Yeah. Sag mal, was geht mit dem Viech eigentlich ab? Der bricht die ganze Zeit nur schwachsinnig zusammen. Der hat keinen Peil von gar nichts, echt. Haha, daneben. Ich hoffe, er flieht nicht am Ende. Ich werde dann bei 10 Minuten Schluss machen. Aber ich habe noch 3 Minuten. Oh, toll, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt. Nein, die vereist mich jetzt nicht. Zur Not, es gibt ja immer noch Moi. Und Moi lässt mich, na gut, nur in 99% der Fälle im Stich. Das war jetzt 1%, in dem es mich nicht im Stich ließ. Ach, Alter, du gehst mir auf den Sack. Irgendwie habe ich so das Gefühl, der ist eben öfter zusammengebrochen. Lalala. Und, oh fuck, jetzt bin ich wieder unter ihnen. Wie lange habe ich noch Zeit? Ah, wie lange habe ich noch Zeit? Okay, noch 2:30. Vielleicht schaffe ich es, ich glaube aber eher nicht. Dann werde ich das in 2 Teile cutten müssen. Leider. Yeah. Tail gecuttet. Aber cool bist du nicht. Toll, mein Katze rennt zu dem hin, aber greift nicht an. Ist irgendwie uncool. Okay, der geht mal voll daneben. Dafür ist er jetzt irgendwie wieder wütend. Da habe ich ihm irgendwie die Flügel ein bisschen abgeschnitten. Jetzt ist er außerhalb der Zone. Ich hoffe, er kommt dann rein. Oder er fliegt ganz weg. Kann natürlich auch sein. Ziehe ich mir einfach mal einen Megatrank. Ah ne, geht dahin. Auch sinnvoll, hätte auch näher kommen können. Ah, stimmt, ich habe noch Blitzbomben. Haha, da werde ich doch gleich eine mal benutzen. Alter, ich warne dich, wenn du jetzt wegfliegst. Ich habe extra eine Blitzbombe, ja. Fuck. So, jetzt bist du geflasht. Oh, was bin ich schon wieder vereist, als wenn er mich jetzt getroffen hätte. Ja, schrei, was das Zeug hält, das bringt ja eh nichts. Oh, nee, schon wieder vereist. Aber meine Katze ist zum Glück cool und hat mich befreit. Und jetzt werde ich eine Ration knabbern. Da, da. Ach Alter, sei leise, du kannst eh nichts. Ich liebe das, wenn diese Viecher so oft zusammenbrechen. Ich verstehe nicht, warum der immer schreit, der ist viel zu dumm, er kriegt nichts auf die Reihe. Und er liegt schon wieder. Okay, da gehe ich jetzt nicht hin. Nicht umrennen! Bah, doof. Jetzt ziehe ich mir einfach mal so einen Mini-Wettstein hier. Ich hoffe, er rennt mich nicht um. Yeah, hat meine Katze weggemacht. Gedingens, keine Ahnung. Und jetzt verlässt er die Zone und jetzt beende ich dann die Aufnahme. Tschüss, Leute! Okay, das ist die zweite Aufnahme, also der zweite Teil von meinem super tollen Kuschala Daora. Der erste ist bei genau 10 Minuten beendet, weil er weggeflogen ist. Und jetzt gucke ich mal, wohin. Und ich sehe, er ist in Zone 8. Da gehen wir dann jetzt auch mal hin.
Aber ich habe irgendwie noch sinnlos meine eigenen Blitzbomben dabei. Die will ich aber wohl kaum verschwenden, wenn das weiterhin so locker von der Hand geht. Irgendwie, er hat schon alles verloren, was er nur verlieren kann, ist für sein Leben verstümmelt. Und Hobbys hat er auch keine. Und meine Katze auch nicht, weil die rennt einfach schwachsinnig auf ihn zu, obwohl die Eigenschaft nicht angreifen hat. Was ja ein Indiz dafür ist, dass sie sowieso nicht angreifen kann. Das heißt, sie muss auch nicht zu ihm hinrennen. Das heißt, nur ich darf zu ihm hinrennen. Und das wiederum heißt, er leidet richtig heftig. So wie jetzt. Autsch. Und jetzt schon wieder. Und jetzt ist er tot. Okay, das war mein Kushala da Ora. Made by Yannick. Und ich bin überrascht, wie gut das ging. Jo. Ich verabschiede mich jetzt ganz herzlich. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.